Herzlich willkommen zu Nadines chaotischem Kochstudio. Dieses Video ist vor einiger Zeit bei einem Kochabend und Chillabend mit Christian, meinem Kumpel, entstanden, der nachher die Kameraführung übernommen hat und immer dann gefilmt hat, wenn er dachte, er filmt nicht. So, was braucht ihr für die chinesische Nudelfanne? Na, also chinesische Nudeln oder Reis? Brokkoli, Frühlingszwiebeln, Karotten, Bambussprossen, wir haben auch Champignons reingemacht, ganz viel Knoblauch und Chili. Bambussprossen hatte ich schon gesagt. Wir haben noch Hühnchenfleisch nachher verwendet und alternativ könnt ihr so eine Wok-Gemüsemischung nehmen, aber wir haben eben ganz, ganz viel frisches Gemüse untergewürfelt. Spezielle Gewürze in der asiatischen Küche sind zum Beispiel Koriander, Chili und ich habe so eine Asia-Mischung. Ihr könnt aber auch Curry zum Beispiel nehmen. Ja, wie gesagt, vom Schnibbeln ist nicht viel zu sehen. Ich sage euch, schnibbelt alles ganz klitzeklitzeklein und bevor ihr alles in die Pfanne schmeißt, sollte auch der Brokkoli vorher noch abgekocht werden, damit er schön weich ist und die Nudeln ebenso abgekocht werden. Also Reis und Nudeln vorher in Wasser, ich mache immer Brühe mit rein, also in Brühwasser kochen, kurz blanchieren. Ja, jetzt seht ihr zwischendurch, wenn der Christian mal aus Versehen was gefilmt hat, was er filmen sollte, wie zum Beispiel meine Socken, was ich so alles gemacht habe. Also ich habe ganz, ganz viel geschnibbelt, abgekocht, abgetropft und noch mehr geschnibbelt und noch mehr Chaos gemacht. Ja, es war ein witziger... Ah, hallo Shenzi. Ja, jetzt geht's gleich los. Ich habe das Hühnchen zusammen mit dem Knoblauch in Sesamöl angebraten. Sesamöl verwende ich immer, wenn ich asiatisch koche. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen Kick. Ich verwende auch gerne Erdnuss und Sesamöl gemischt. Ja, das habe ich dann alles schön von allen Seiten gut angebraten. Bis das Hühnchen so aussah, als dass es verzehrfertig ist, ohne dass man Salmonellen bekommt. Also es ist von jeder Seite, sage ich mal, so 3-4 Minütchen. Ja. Dann ging es auch schon weiter mit dem ganzen klein geschnittenen Gemüse, was wir dann noch in die Pfanne gegeben haben. Also wie hier der Brokkoli zum Beispiel. Wie gesagt, die Champignons. Der Brokkoli ist abgekocht, ne? Das habt ihr mitbekommen. Den habe ich abgekocht, so ein bisschen blanchiert, damit er seine Farbe behält. Hier sind die Champignons. Man kann alternativ auch Shiitake-Pilze nehmen. Ja, aber die Pilze waren im Angebot. Dann habe ich natürlich noch die kleinen Möhrchen, die ich vorher geschält und klein geschnitten habe, reingemacht. Jetzt seht ihr wenigstens, was ich alles zwischendurch gemacht habe. Das war ja ein riesen Chaos, unser Kochen. Bis letztendlich eben auch zum Filmpart. Nochmal Grüße an Christian hier an dieser Stelle. Ja, dann habe ich natürlich noch ganz leckere, frische Chilis mit untergehoben. Die sollte man nicht zu sehr am Anfang mit reingeben, sonst wird es zu scharf. Und... ja, wichtig ist immer alles schön umrühren. Wenn ihr einen Wok habt, könnt ihr das alles auch im Wok machen. Also im Wok ist es auch sehr gut. Hier, das waren übrigens gerade die Frühlingszwiebeln. Und das eklige rechts an der Seite, das sind die Nudeln. Übrigens würde ich euch nicht empfehlen, das mit Nudeln zu machen. Sondern eher mit Reis oder ganz so in dieser asiatischen Pfanne lassen. Ja, dann kamen halt noch die Bambussprossen hinzu. Und was dem Ganzen hier halt den Kick gibt, sind dann die asiatischen Gewürze. Ja. Rein damit. Hier kommt dann der Teil, wo wir die Shaomai-Nudeln, die gibt es übrigens manchmal beim Lidl oder Aldi im Angebot, wenn da asiatische Wochen sind. Uns hat das nicht so gut geschmeckt mit diesen Nudeln. Wir haben letztendlich dann entschieden, das entweder ganz ohne Nudeln zu machen oder mit Reis. Dann kamen die Würze rein. Ihr könnt da Oyster Sauce, also Austernsoße aus dem Asialaden, Sojasauce oder Barbecue-Soße reinmachen, den Koriander. Und für die ganz hartgesottenen habe ich da auch noch getrockneten Chili nachher reingeschnitten, weil ich es sehr, sehr gerne sehr scharf mag. Ja, das Ganze dann halt gut durchziehen lassen und dann das Chaos ist obligatorisch. Das könnt ihr selber entscheiden, ob es für euch nachher so aussehen soll. Oder einfach nur so schön auf dem Teller. Wenn ihr soweit gekommen seid, wünsche ich euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Koch-Chaos-Video.